Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Retro Joe empfiehlt. Heute geht es um Fighting Games und das auf dem Super Nintendo. Nach dem Intro gibt es drei Empfehlungen, die keiner von euch sich entgehen lassen sollte. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, Fighting Games auf dem Super Nintendo gibt es natürlich wie Sand am Meer. Es gibt sehr, sehr gute, es gibt sehr, sehr schlechte. Das hier ist von mir für euch eine kleine Auswahl von drei Fightern, die sich relativ deutlich voneinander unterscheiden. Das ist keine Top 3, es ist keine Flop 3, es sind keine Hidden Gems. Es sind einfach drei Fighting Games, die ich euch empfehlen würde, wenn ihr mal Bock auf eine zünftige Prügelei habt. Und wir fangen an mit dem, ja, ich würde sagen, obvious King of Fighting Games auf dem Super Nintendo, nämlich Street Fighter 2 Turbo, dem, wie ich finde, besten Fighting Game überhaupt of all time. Ich habe hier die Super Famicom Variante und auch das Super Famicom Cover in meiner Universal Game Case Box. Warum Street Fighter 2 Turbo? Für mich ist es einfach erstens eins der besten Sequels, die es überhaupt je gegeben hat, denn es macht alles besser als das allein schon großartige Street Fighter 2. Es bringt vier neue Charaktere, nämlich die vier Bossgegner aus dem ersten Teil, beziehungsweise dem zweiten Teil. Es gibt die Turbo-Einstellungen, man hat endlich die Möglichkeit, mit dem gleichen Charakter gegeneinander anzutreten, das heißt Ryu gegen Ryu und so weiter. Es gibt zwei Farben pro Kämpfer. Und was das Spiel für mich besser macht als Super Street Fighter 2, ist ganz einfach das Sounddesign. Denn wenn man jemandem hier ins Gesicht tritt, klingt das einfach besser als bei Super Street Fighter. Deswegen meine Empfehlung Nummer 1, mein Kater bestätigt das Ganze, der will nämlich gerade raus. Street Fighter 2 Turbo für Super Nintendo, Top Game. Round 1, fight! Tiger! Tiger! You win! Perfect! Round one, fight! Sonic Boom! Round two, fight! Sonic Boom! Round one, fight! Auf Platz 2, wie ich finde, eines der absolut besten Lizenztitel, die es auf dem Super Nintendo gegeben hat. Und wenn man jetzt das gerade neu rausgekommene, naja, so neu ist es auch nicht mehr, das gibt es jetzt auch schon seit einem Jahr, Dragon Ball Fighter Z auf den aktuellen Plattformen betrachtet, wahrscheinlich der beste Lizenzprügler, nämlich Turtles Tournament Fighters. Das gibt's auch auf dem NES und auf dem Mega Drive. Auf dem NES ist ganz geil und außerdem eigentlich das einzige One-on-One-Prügelspiel. Auf dem Mega Drive ist es fürchterlich scheiße, aber die Super Nintendo-Version ist eigentlich ziemlich geil. Was das Ganze anders macht als Street Fighter ist nicht viel, aber die Grafik ist auch richtig geil. Ich zeig euch mal, ihr seht doch hier Gameplay, was rede ich hier eigentlich, euch hier die Rückseite zeigen zu wollen. Für mich das Highlight, man kann mit Shredder spielen, alles ist geil, wo man als Shredder spielen kann. Der einzige nicht so geile Aspekt an Turtles Tournament Fighters ist, das Roster basiert schon sehr auf den Comics und nicht so sehr auf der Cartoon-Serie, mit der ich und die vielen, viele von euch wahrscheinlich aufgewachsen sind. Deswegen gibt's Rocksteady und Bebop leider nur in einem Level im Backstage-Bereich, aber nicht spielbar.
Genauso wie Casey Jones. Den gibt es zwar auf dem Mega Drive und auf der NES-Variante, aber leider nicht auf dem Super Nintendo. Trotzdem ein wirklich gutes Fighting-Game, das ordentlich von der Hand geht. Das fühlt sich nicht viel schlechter an als Street Fighter 2 Turbo. Und es hat sogar einen relativ coolen Story-Mode, in dem man mit einem der vier Turtles in so einer Art Turnier darum spielt, um mal wieder, ich glaube, April zu retten oder die Welt vor der Invasion der Krang. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber ihr solltet auf jeden Fall Street Fighter 2 Turbo mal wenigstens gezockt haben. Meine Empfehlung Nummer 2, Turtles. Jetzt habe ich gerade Street Fighter 2 Turbo gesagt. Das solltet ihr auf jeden Fall spielen. Ich meine natürlich Turtles Tournament Fighters auf dem Super Nintendo. Ja, und meine dritte Empfehlung und damit meine letzte Empfehlung für heute ist das absolut einzigartige Weapon Lord. Weapon Lord ist von Namco. Namco ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Die haben diese kleinen Fighting Game Serien erfunden namens Tekken und Soul Calibur. Und Weapon Lord ist quasi auf dem Super Nintendo sozusagen schon der Vorreiter für Soul Calibur gewesen. Denn auch das hier ist ein waffenbasiertes Prügelspiel. Es ist brutal, es ist blutig, es ist gritty, es ist dunkel und es ist dazu noch in einem ja leicht Fantasy-mäßig angehauchten Setting. Da bin ich persönlich ja ein großer, großer Fan von. Und es ist sackschwer, Leute. Sackschwer. Es gibt Fatalities, es gibt richtig viele Special Moves. Das Spiel ist wirklich eins, das man lernen muss, aber es spielt sich irgendwie komplett anders als alle anderen Fighter auf dem Super Nintendo. Und alleine deswegen sollte das jeder von euch sich wenigstens mal angeguckt haben. Meine Empfehlung Nummer 3 für euch, Weapon Lord. Nichts für Kinder, Leute. Nichts für Kinder. Nichts für Zartbeseitete. Ich zeige euch hier mal noch ein bisschen Gameplay. Und ja, dann sehen wir uns danach nochmal kurz wieder. Thank you.
Und da sind wir auch schon wieder. Das waren meine drei Empfehlungen. Ich zeige sie euch nochmal ganz kurz. Street Fighter 2 Turbo, Weapon Lord und das fantastische Turtles Tournament Fighters. Drei Fighting Games, die kein Fighting Game Fan nicht gespielt haben sollte. Deswegen zieht los, wie auch immer ihr an diese Games kommen könnt und probiert sie mal aus. Die sind alle nicht besonders teuer, wenn ihr die in eurer Sammlung haben wollt. Ich glaube, das höchste, also das teuerste davon dürfte Tournament Fighters sein, Turtles mit 20-25 €. Ansonsten sind die für 10-15 € zu kriegen. Vor allem, wenn ihr die japanischen Versionen davon nehmen würdet. Das war's von mir. Ich hoffe, meine Empfehlungen haben euch gefallen. Lasst mir doch mal eure Empfehlungen für Fighting Games noch in den Kommentaren da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Retro Joe out. Bye, bye.